Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute 5 Tipps geben, wie man beginnen kann zu meditieren oder wie man meditieren lernen kann, wie der Einstieg sein könnte. Und mein erster Tipp ist, fang mit einer Minute an. Das reicht nämlich schon, das ist Meditieren. Und ich empfehle da gerne so eine Atemmeditation. Das heißt, sich einfach eine Minute lang irgendwo hinzulegen, hinzusetzen, hinzustellen und sich nur auf seinen Atem zu konzentrieren. Die Augen zu schließen und sich einfach nur aufs Ein- und Ausatmen zu konzentrieren und nichts anderes. Zu schauen, wie der Bauch aufgebläht wird und wieder zusammengeht, wie die Luft durch die Nasenflügel ein- und wieder ausströmt, nichts anderes. Und dabei ist es erstmal völlig egal, ob da irgendwelche Gedanken aufkommen oder nicht. Versucht einfach, euch vorzustellen, die Gedanken sind wie kleine Wolken und die fliegen immer vorbei. Das heißt, haltet nicht an diesen Gedanken fest, aber erstmal ist das gar nicht wichtig, denn darum geht es beim Meditieren erstmal gar nicht, dass man an nichts denkt und dass man eine Stunde irgendwo ruhig rumsitzt. Also probiert, fangt erstmal damit an, eine Minute lang euch nur auf euren Atem zu konzentrieren. Und dann lasst da 3 Minuten werden, draus werden, 5 Minuten draus werden. Ich habe auch, Gott, wie lange ist das jetzt schon her? Ich glaube, das war das im Januar 2018, habe ich eine Meditations-Challenge gestaltet. Da gibt es die Videos noch dazu. Die verlinke ich euch, die Playlist verlinke ich euch mal hier unten. Das sind auch immer 3 bis 5 Minuten Meditation. Die sind zum Start einfach super, um da mal so ein bisschen reinzufühlen und reinzukommen. Zweiter Tipp, macht euch keinen Druck. Macht euch keinen Druck, wenn ihr doch an irgendwas denkt, wenn ihr nicht loslassen könnt, wenn ihr euch nicht auf den Atem konzentrieren könnt, wenn ihr nicht still sitzen könnt, wenn ihr nicht still liegen könnt, wenn ihr sogar einschlaft, egal. Macht euch keinen Druck, macht euch keinen Stress, lasst es einfach fließen. Da ist jetzt Punkt Nummer 3, bleibt dran. Also hört nicht auf, macht einfach weiter, bleibt dran und probiert euch einfach aus, was für euch passt. Im Sitzen, im Liegen, im Stehen, vielleicht seid ihr der Typ für Gehmeditationen. Vielleicht braucht ihr geführte Meditationen, so wie ich das gerne habe. Vielleicht wollt ihr euch aber einfach eine Meditationsmusik anmachen und selber euren Weg da reinfinden. Mein Tipp Nummer 4, wenn ihr anfangen wollt zu meditieren, ist Kommunikation. Und zwar mit den Leuten, mit denen ihr zusammenlebt. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr ständig während eurer Meditation gestört seid oder immer im Hinterkopf habt, auch vielleicht kommt gleich jemand rein oder. Das heißt, kommuniziert das mit eurem Partner, mit den Leuten, mit denen ihr zusammenlebt, auch mit euren Kindern, was ihr da tut, warum ihr das tut. Macht dann auch gerne mal eine Meditation mit den Kindern zusammen, damit sie verstehen, was ihr da vielleicht auch macht. Da gibt es wunderschöne, geführte Meditationen auch für Kinder, die ich euch hier oben verlinke. Die mache ich auch sehr, sehr gerne mit Vince zusammen. Und mein 5. Tipp ist die Meditationsbank von Ombo. Und dazu erzähle ich euch jetzt noch mehr. Fürs Meditieren wird oft eine aufrechte Haltung empfohlen. Aber ich kenne das selber von mir, dass man dann oftmals keine bequeme Haltung findet. Und wenn man sich hinlegt, dann schläft man manchmal beim Meditieren ein. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Und solche Meditationshocker, wie ihr hier die Meditationsbank von Ombo seht, wirken einfach entlastend. Sie bilden eine Grundlage für die wesentliche Vernetzung der Tiefenmuskulatur im Becken und unterstützen den Oberkörper mit der nach vorne geneigten Sitzfläche. Das ist ein sehr stabiler Bogen, der einen unglaublichen Bewegungsfreiraum bietet und die Wölbung lässt die Beine ein wenig nach außen fallen und das macht es halt unglaublich bequem und man kann super entspannt im Sitzen meditieren. Man hat intuitiv eine aufrechte Position, der Bauch bleibt dadurch entspannt und dadurch kann der Atem schön frei fließen. Die Bank ist vollkommen pflanzlich hergestellt, wirklich. Solltet ihr euch echt mal durchlesen, das Produktionsverfahren wird in einer Werkstatt von Behinderten mit zusammengesetzt, finde ich richtig, richtig schön. Und ich habe hier die Größe XL. Das ist einfach abhängig von eurer Körperlänge und auch von eurer körperlichen Konstitution. Das kann man im Internet einfach perfekt nachschauen, welche Größe für einen geeignet wäre. Es gibt auch viele verschiedene Farben von der Meditationsbank. Ich habe mich jetzt für diesen hellen Ton entschieden. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich, wirklich angenehm, so zu meditieren, allgemein so zu sitzen.
aber auch mal im Sitzen meditieren zu können. Ich konnte das immer nicht, weil mir der Rücken wehtat, der Nacken wehtat, dann die Hüften wehtaten. Und das ist mit dieser Bank tatsächlich nicht der Fall. Ist echt schön. Und ganz nebenbei als kleinen Bonus finden die Kinder es auch extrem spannend und können die Bank sehr, sehr vielseitig beim Spielen einsetzen. Ich verlinke euch die Seite, wo ich die Meditationsbank bestellt habe, unten in der Infobox. Und wenn ihr jetzt vielleicht Lust bekommen habt, wirklich auch intensiver in das Thema Meditation einzusteigen und wie man beginnen kann zu meditieren, meditieren zu lernen, dann kann ich euch auch sehr meinen Audiokurs dazu ans Herz legen. Da findet ihr nochmal alle Infos unten in der Infobox. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!